Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Metroid Zero Mission. So, jetzt haben wir es. ich habe mich gerade gewundert, warum schon wieder das Spiel nicht reagierte, aber da muss man ja immer einmal kurz reinklicken. So, ja, ich weiß wieder, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß aber nicht mehr, was genau ich machte, um weiterzukommen. Das ist, glaube ich, ziemlich falsch. Ja, obwohl, da kann man auch lang gehen. So, da können wir auch durch. Aber genau, werden ja den irgendwie habe ich das Gefühl, gegen die komme ich nicht an. Ja, also gegen die habe ich keine Chance. Oh Gott, was war das denn? Ich bin gerade gar nicht hochgekommen. Ja, gehen wir mal den richtigen Weg, Anführungszeichen, weil ich habe keine Lust an der Stelle nochmal vorbeizulaufen, so wie das gerade schief gegangen ist. Aber da muss man doch auch irgendwie hinkommen. Und zwar indem man einfach geradeaus läuft, okay. Okay, dachte ich mir schon. Ah, da muss ich an dem wieder vorbei. Schauen wir erstmal, was da unten ist. Da sind wir doch gerade die ganze Zeit verreckt, oder? Ja, ja. Da brauchen wir gar nicht echt hinzulaufen. Das hier ist ja eigentlich alles kein Problem. So, da kommen wir jetzt erstmal nicht durch. Und hier hätte ich schwören können, dass wir letztens hier hätten durch können, aber ich glaube, das ist eins unten drunter. So, die verfolgen uns nicht mehr, kommen aber als Rote wieder durch. Und der Roboter macht uns den Platz frei. Schleunen können wir den nicht, aber wir können gucken währenddessen, ob hier vielleicht irgendwas versteckt ist. Was natürlich nicht sein wird. Warum denn auch? So. Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Genau. Sein sind wir gekommen. Irgendwo kommen Schwarze wieder. Das ist dafür gedacht, dass wir den Kurs schon aktivieren. Ja.
Ah, genau, hier sind wir gestorben. Weil wir so panisch durchgerannt sind. Da unten ist ein Speicherplatz. Wir müssen nur noch hinkommen. Hier geht's raus. Und hier können wir speichern, endlich. So. Also irgendwas Neues müssen wir hier noch bekommen. Sonst gäbe es ja nicht die gelben Türen. Müssen die Supermissiles eigentlich sein. Die bekommt man eh immer ziemlich spät. So, da unten hätten wir noch hin können. Aber da kommen wir, glaube ich, jetzt eh gerade nicht hin. Ich will jetzt nur kurz da vorne hin. Ah. Schau mal, wen wir den haben. Wen wir da haben, so. Nicht wen wir den haben. So, das ist natürlich jetzt Powerbomben-Container mit L, mit R im Ballmodus legen. So. Ja, jetzt ist die Waage. USB. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Und hier gibt es witzigerweise nichts. Außer, wir schauen mal kurz nach. War irgendwie zu erwarten, dass es hier doch was versteckt gibt. So, die drei haben wir weg. Die sind ja jetzt auch nicht so schwer zu besiegen. Wir können jetzt zurückgehen und die Tür da unten öffnen. Oder wir können jetzt einfach weitergehen. Dürfte hier dann die Powerbombe sein, genau. So. Haben wir gespeichert? Ne, haben wir nicht. Hoffentlich kann ich noch zurück. Ne, kann ich auch nicht. Okay, das ist mega Ridley. Hä? Wie soll das denn funktionieren?
So, einmal die Powerbomben nochmal. So, Bomber, Powerbomben eingesammelt. Nochmal zurück. Und diesmal holen wir uns das Geheimnis unten noch mit. Wo müssen wir hin? Einmal nach ganz unten. Da können wir kurz hinlaufen. Das macht jetzt auch nichts mehr aus. Bin ich überhaupt richtig jetzt? Irgendwie bezweifle ich's. War da nicht schon mal? Jetzt kommen wir da oben hin. Und die Speicherstation. Die haben wir auf jeden Fall mit. Ich bin dafür jetzt doch zu angeschlagen. Okay, hier scheint nichts versteckt zu sein. Da können wir jetzt wieder nach oben. Wir gehen am schnellsten hier lang. Ja, ob das der schnellste Weg war, bezweifle ich gerade. Ja, ist auch egal. Jetzt haben wir ja fast das Spiel zu Ende. Jetzt würde ich gerne das aber auch zu Ende bringen. So, da waren wir drin. Es dauert sehr lang, bis wir hier durch sind. Auch etwas nervig.
So, komm, jetzt nur schnell speichern, dann können wir endlich wieder an Ridley ran. Da müssen wir jetzt noch extra einmal rauslaufen. So, jetzt können wir speichern. Im Endeffekt haben wir jetzt nur zwei Superbomben noch gut gemacht. Ist aber auch egal. Oh, guck mal. Da hat man noch was entdeckt. Soll das mir ein Hinweis sein, wie ich die Mission schaffe? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Soll ich mich da oben einfach mal verstecken, warten, bis der nochmal den Kopf so runter macht und dann so an ihm vorbeizukommen? Ah, guck mal. Da war doch was. Ich muss den, glaube ich, den Kopf so ein bisschen runterschießen. Und dann muss ich da hinten irgendwie rein. Aber jetzt ist die Frage, wie komme ich da rein? Weil ich habe gesehen, dass, also wir haben es gesehen, dass er ziemlich schnell wieder den Kopf hoch macht. Das ist halt die Frage. Erstmal auf die Hand schießen, ist klar. Und dann, wenn wir auf die Hand geschossen haben, was machen wir dann? Das wollte ich nicht. So. Oh, passiert aber nichts. Passiert nichts. Wie soll denn das gehen? Ich versteh's grad nicht.
verstehe es nicht. Dann mache ich mal kurz einen Cut, bis wir wieder bei Ridley sind. Einen Moment. So, da sind wir wieder. Na, ich hätte auch hier erst wieder aufnehmen können. War im Endeffekt egal. Jetzt habe ich halt 30 Sekunden vielleicht gespart. Na, dann versuchen wir es nochmal. So. Schauen wir uns die mal genau an. Ich habe da irgendwas übersehen anscheinend. Ich habe gedacht, wir müssten halt hinten dieses Teil, was er am Rücken hat, öffnen, aber da ist ja... Guck mal, aber ich kann den hier nirgends treffen, oder? Jetzt schlägt er wieder. Vielleicht da drauf? Ah, guck mal, da. Okay. Aber jetzt ein Beaten Up oder was? Okay, das ist mal relativ einfach. Jetzt komme ich. Oh, mit Super Missiles können wir es ja versuchen zu bekommen. Ah, schade. Ah, jetzt haben wir auch rausgefunden, wie es geht. Jetzt will ich das natürlich auch noch schaffen. Wir sehen uns gleich nochmal. So, das sind wir wieder. Und diesmal greifen wir direkt mit Super Missiles an. Jetzt kann ich den ja noch nicht treffen. Nee. So, jetzt hat er den Kopf unten, jetzt schlägt er einmal zu. Oh, in Super Missiles ist es um einiges einfacher. Jetzt kommen schon die Laser. Kommt die Klaue. Oh, was ist das schon? Was ist das schon? Okay, Moment. Okay, haben wir wieder einen Wettlauf um die Zeit. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wie soll das gehen? So. Da hinten hatten wir... Oh, da war ein Gegner, okay. Da haben wir ja vorhin schon was entdeckt gehabt. Da müssen wir wahrscheinlich wieder super. Ne, okay, das ist immer noch kaputt. So. Da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg außen rum rennen. Am besten immer springen, dann, falls Gegner kommen, dass wir die direkt kaputt haben.
Eigentlich haben wir eh 4 Minuten, das ist jetzt nicht so die Tragik. Moment. Scheiße, da gab es eigentlich gab es eine Abkürzung. So. Stimmt, wäre oben lang ziemlich schnell gegangen. Aber oben kann man, glaube ich, auch gar nicht lang. So, die kann man ja wie immer ignorieren. So. Mach schon, mach schon, mach schon. Gibt es irgendwo eine Abkürzung? Ja, anscheinend nicht. Okay. So, da hätten wir eigentlich, müssen wir ja schon die Hälfte geschafft haben. Unten müssen wir eigentlich reinkommen, oder? Jo. Die schaffe ich nicht. Also ich müsste jetzt Mega Bitley nochmal besiegen. Ja, das heißt es. Okay, dann mache ich hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Episode. Auf Wiedersehen.